Zum ersten Mal seit 37 Spielen durften die Salzburger gestern nicht über ein erzieltes Tor jubeln. Ein 0:0 hat es gegeben beim WRC. Und darüber und über viele andere Themen Salzburg betreffend freue ich mich jetzt mit dem ansprechen zu dürfen, der mir über Skype zugeschaltet ist, nämlich der Cheftrainer Jesse Marsch. Hallo. Hallo Michael, danke für haben wir. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ist uns eine Ehre. Dankeschön. Herr Marsch, wie ungewohnt war es denn, erstmals nach sehr langer Zeit nicht über ein erzieltes Tor jubeln zu dürfen? Ja, es war ein ungewohnt Gefühl. Und nach dem Spiel, dann ich habe ein bisschen nachdenken und gedacht, oh, es ist unsere erste Meisterschaft ohne ein Tor. Aber es war ein bisschen Unglück auch. Wir haben gut gespielt, wir waren sehr stabil. Hinten, wir hatten viele Chancen, oft mit Standard-Situationen. Und ja, wir können fast besser spielen in ein paar Momenten oder ein bisschen schärfer vor dem Tor sein. Aber in die Ende, ja, es passiert manchmal und wir müssen ein paar Dinge mitnehmen von diesem Spiel, aber dann bereit für den nächsten Schlag. Es kommt so schnell. Vielleicht einen Satz doch noch zu diesem Spiel gestern, wenngleich ich natürlich bewusst bin, dass Sie gedanklich wahrscheinlich schon beim nächsten Spiel sind. Ist die schlechte Chancen oder die vielleicht suboptimale Chancenverwertung das Einzige, das Sie der Mannschaft vorwerfen können? Ja, wenn wir, was ist so gut jetzt, ist, wenn wir zu Null spielen, ja, oder sogar mit nur einem Gegentor, dann wir haben immer eine Chance zu gewinnen. Wir haben so viel Power und Qualität vorne. Wir haben sehr gut gemacht mit Standards in dieser Situation, beide offensiv und defensiv. So, ich denke, wenn wir spielen dieses Spiel wieder in ein bisschen mehr Glück in ein paar Momenten, dann wir können ein Tor machen. So, es ist eine interessante Zeit, ja, nach der Corona-Pause und dann die Vorbereitung und es ist so viel zu tun mit unserer Fitness und dass unser wichtiger Spieler bleibt gesund und dass wir haben ein wirklich gute Mentalität für jede Situation und jedes Spiel und jede Gegner. So in dem Moment, das läuft sehr gut, ja, und es ist ein Schlüssel für uns für die nächsten 5 Spiele auch. Aber das ist schon eine sehr interessante Steilvorlage sozusagen, die Sie mir da liefern, nämlich hin zur Trainingssteuerung. Wie sehen denn tatsächlich überhaupt Trainings aus dieser Tage? Wie sehr kann und darf man die Mannschaft belasten? Salzburg ist ja verletzungstechnisch noch einigermaßen verschont geblieben. Aber wenn Sie zum Beispiel auf den Titelkonkurrenten oder auch Nicht-Titelkonkurrenten Rapid einen Blick werfen, dann werden Sie dort sehen, dass das Lazarett immer größer wird und man dort wahrscheinlich auch Probleme hat, überhaupt noch eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Wie groß ist die Herausforderung, nicht zu überdosieren? Wir hatten fast immer diese Rotation benutzt, mit so vielen Spielen im Herbst, in auch vor der Corona-Zeit. Es ist wichtig, dass die ganze Gruppe hat eine gute Verbindung miteinander und dass wir verstehen, unser Spielstil und unsere Mentalität und die Rolle für taktisch auf dem Platz. Ja, und so, das ist mein Job. Ja, es zu helfen, jeder Junge zu verstehen, genauso was die Rolle ist, innerhalb der Mannschaft, auf dem Platz, in der Kabine, alles. Und dann helfen für Reifen. Wir haben so viele junge Spieler hier, dass es ist wichtig, dass ich kann einen Entwicklungsweg für jeden Spieler machen. So, und es funktioniert sehr gut in der ganzen Saison. Es hat sehr gut funktioniert. So, aber wir sind nicht fertig. Ja, und im Fernsehen vor dem Spiel, die Männer in Sky hat gefragt, warum funktioniert alles so gut? Ich sag, ja, okay, wir haben eine gute Gruppe und wir haben gut gespielt, aber wir haben mehr zu tun. Es ist nicht Zeit zu genießen und zu schätzen unsere Leistungen und unsere Mannschaft. Das kommt hoffentlich in 3 Wochen. Zumal der Vorsprung auf Rapid mit dem gestrigen 0:0 geschmolzen ist. Der ist natürlich immer noch sehr komfortabel mit 5 Punkten. Aber wie sehr haben Sie Rapid tatsächlich noch auf der Rechnung, wenn es um ein mögliches Titelduell geht? Ja, es ist, wir haben diese 5 Punkte, es ist fast 6 mit Tordifferenz auch. Aber Rapid spielt sehr gut jetzt. Die Mentalität, sogar mit all diesen Verletzungen, sie haben sehr gut gemacht.
Sie sind dabei, sicher. 5 Punkte, 6 Punkte, es ist nicht so viel. Aber es ist so wichtig, dass wir können unser Fokus auf uns haben. Und dass wir Spiel für Spiel, Tag für Tag, und keine Stress für die Tabelle, wir haben alles im Griff für uns. Ja, und so, wenn wir können Konzentration für jeden Tag und jedes Spiel haben, dann mit unserer Qualität und Mentalität, ich denke, die Chance ist groß. Ja, aber wieder, der Fokus ist das wichtigste Thema jetzt. Okay, dann verlassen wir vielleicht das Tabellenspezifische für einen Moment und wenden uns einem interessanten Mann zu. Vermissen Sie eigentlich Erling Haaland noch? Ja, ja, ich denke, wir vermissen ihn viel, weil er solch ein guter Typ ist. Ja, und das war der, ich denke, Taki auch war ein großer Teil von der Gruppe und Marin Pongracic auch. Er hat eine große Persönlichkeit. Fußballerisch, ja, sie waren alle sehr gut auch, aber wir haben sehr gut reagiert zu der Situation. Es dauert ein bisschen, es hat ein bisschen gedauert in Februar für uns. Es war Schwierigkeiten für uns in dieser Zeit, aber es war auch wichtig, ich denke, für die Entwicklung, für die Gruppe und ein großer Teil für unsere starke Mentalität und unsere starke Leistungen jetzt ist unsere Schwierigkeiten in Februar. So, und durch diese Zeit, wir haben oft mit der Gruppe gesprochen, dass wir müssen von diesem Moment lernen, sodass wir können stärker geworden und ja, und dann bereiter für die Meisterrunde. Und so in die Ende, wir haben die Zeit im Februar gut benutzt, die Corona-Zeit, die kleine Gruppe, alles. Und die Mannschaft ist stark. Ja, es ist in einer guten Lage jetzt, aber wieder mehr zu tun. Der Hintergedanke zur Frage nach Erling Haaland ist natürlich der, den Sie mir jetzt eh schon geliefert haben, nämlich dass Salzburg, wie sich jetzt herausstellt, offenbar fähig ist, jeden noch so vermeintlich schwerwiegenden Abgang zu kompensieren. Daka trifft bis auf das Spiel gegen den WRC offenbar nach Belieben. Auch Wang steht offenbar hoch im Kurs, auch bei anderen Vereinen. Über Szoboszlai sagen Sie selbst, der spielt jetzt auf einem anderen Level oder auf einem anderen Niveau. Ja. Wie ist denn das zu erklären, beziehungsweise welchen konkreten Entwicklungsschritt hat er in den vergangenen 2-3 Monaten gemacht? Erstens ist ein Teil von der Gruppe. Ja, es ist, ich denke, dass sie lernen voneinander. So unsere Erfahrungen, Gruppe, Spieler sind sehr wichtig für diese, so Andy und Andre und Zlati und Alex, sie sind super Anführer in unserer Mannschaft, in unserer Gruppe. Und dann, sie haben alle gesehen, dass wenn sie keine Entwicklung machen und gut Form finden und die Belastung und Leistung liefern, dann vielleicht kommt da eine große Chance für eine neue Aufgabe. Und es ist auch spannend für uns, ja, wenn Erling kann nach Dortmund gehen und Taki nach Liverpool. Und Wang vielleicht zu Leipzig. Timo Werner hat heute bei Chelsea unterschrieben. Das ist für dich zu sagen. Aber die Ende, ich habe auch gesehen, eine Aufstellung in Deutschland, vielleicht in die erste Woche nach Corona-Pause, und es hat alle die Red Bull Salzburg-Spiele, und es war eine unglaubliche Aufstellung, ja, mit vielen Spielern, spielen in Top-Form in der Bundesliga jetzt. So, es ist immer eine Möglichkeit hier, ja, dass eine neue Chance oder eine neue Aufgabe kann für diese Jungs kommen. Mir ist schon bewusst, dass Sie sich zu Transfergerüchten natürlich nicht äußern werden. Das ist ja auch gut so und Ihr Job. Aber ich versuche es einmal durch die Hintertür. Vor wenigen Minuten oder vor wenigen Stunden ist jetzt auch offiziell bekannt geworden, dass Timo Werner bei Chelsea unterschrieben hat. Das heißt, dort wäre ein Platz im Sturm frei, der offenbar für Wang nicht so uninteressant wäre. Wie sehr verfolgen Sie dieses Transfergeschehen überhaupt und wie sehr lassen Sie das an sich heran in der täglichen Arbeit? Well, er ist verzahnt. Er war hier für viele Jahre. Ja, und ich denke, er hat viel gelernt und viel Entwicklung gemacht. Mit der Vertragssituation es ist immer ein Teil von jeder Entscheidung. Und Can ist sicher bereit für eine große Mannschaft und eine große Situation. So, und wieder, wenn diese Situation passiert, eventuell,
Ja, so, wenn es ist Sommer, super. Dann wir sagen, danke Can, du hast sehr gut gemacht hier in Salzburg und viel Glück. Wenn es ist Winter oder ich weiß nicht, aber kann also Mainz nicht ein guter Lager bringen? Den Verein verlassen wird. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie davon ausgehen, dass er früher oder später den Verein verlassen wird? Ja, yeah, ja, yeah, es ist klar, mit allen. Ja, und das ist auch ein Ziel für den Verein. Wenn wir holen diese jungen Talentspieler, ist es nicht hier für 10 Jahre. Normalerweise ist es 1, 2, 3 Jahre viel Entwicklung machen und dann wir können helfen mit dem nächsten Schritt. So, es ist ein Teil von unserer Situation im Verein hier, aber auch es ist normales Leben. Apropos junge Spieler, ein sehr interessanter Umstand ist ja auch, dass Szoboszlai und Adeyemi unter den Top 100 bei der Wahl zum Golden Boy, also zum besten Nachwuchsspieler der Welt, rangieren. Was macht diese Information mit Ihnen und wie viel Prozent messen Sie sich selbst an der Entwicklung dieser Spieler bei? So, erst, diese zwei ist es verdient, aber ich denke, wir haben vielleicht 4, 5, 6 mehr. Das kann an dieser Liste sein. So, es ist Wahnsinn zu überlegen, wie viele gute junge Spieler haben wir. Und in the end, ja, es ist, wenn man der Trainer für Red Bull Salzburg ist, muss ein gutes Gefühl für junge Spieler und für Entwicklung mit jungen Spielern haben. So, es ist ein großer Teil von meinem Job und es ist viel Spaß. Ich finde, ein Trainer für junge Spieler ist viel Spaß. Sogar in die letzte gegen WAC, wir hatten ein paar einfach Fehler gemacht gegen WAC in die consequent Moment mit ein paar jungen Spielern, aber egal. Ja, wir hatten auch viel verdient von diesen jungen Spielern oder von der Leistung von diesen jungen Spielern. Aber wir müssen ein bisschen Geduld haben, aber nicht so viel. Wir müssen auch Druck für diese Jungs geben. Und diese Balance ist wichtig für Entwicklung. Ich höre da fast in jedem Satz ein brennendes Feuer heraus. Kann man daraus schließen, dass Sie mit Salzburg noch viel vorhaben und auch über die laufende Saison hinaus noch Trainer von Salzburg sein werden? Weil Ihre Person ist ja auch immer wieder Gegenstand von diversen Transferspekulationen. Ja, so ja, wir haben Spekulationen gehört, aber für mich, mein Fokus ist immer in jeden Tag. Jedes Tag. Jedes Tag? Jeder Tag. und ich denke, es ist mein Geheimnis für Leben, dass ich denke nicht so viel über okay, der Vergangenheit oder der Zukunft. Ich schätze den Moment. Ja, und so in dem Moment, ich fühle mich so voll hier in Salzburg. Die Situation mit Christoph Freund und Stefan Reiter ist Wahnsinn für mich. Es ist so, diese Arbeit ist so einfach und so klar. Die Beziehungen mit allen, der Trainerstab und allen, der Betreuer in der Vereine ist super und so stark. Und dann, es bedeutet, ich kann arbeiten jeden Tag mit unserer Mannschaft. Und das ist, was ist so wichtig. Und wenn die Mannschaft spielt gut, wenn die Jungs sind bereit für jede Situation, dann ist es eine große Bedeutung für alle. Für die Jungs, für den Verein, für den Trainer, für alle. Ja, so das ist mein Fokus. Herr Marschall, ich mag Ihnen ganz gern ein Klischee an den Kopf werfen, weil vermutlich bin ich nicht der Einzige, der in Ihnen die Verkörperung des American Way of Life sieht. Also okay. Denjenigen, der mit unendlich viel Energie ausgestattet ist und zwar mit sehr viel positiver Energie, der offenbar jeden Tag und jede Sekunde Freude an dem hat, was er tut und darin keine Grenzen sieht. Ein bisschen provokant gefragt, leben Sie für diese Art zu denken und zu leben nicht im falschen Land? Denn Österreich gilt ja so als die Raunzer-Nation, nämlich als das explizite Gegenstück oder Gegenbeispiel zu Amerika. In Amerika heißt es landläufig, ist alles möglich und ist alles toll. In Österreich wird zuerst alles einmal kritisiert oder kritisch hinterfragt. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ja, aber in the moment, ich bin ein Kritik für Amerika. Ja, wir haben viele Probleme jetzt, Politik, mit Rassismus, mit vielen Dingen. Ja, aber ich bin stolz auf ein Amerikaner zu sein. Ja, das ist klar. Aber wir, viele Leute sagen, ja, okay, du bist positiv, du hast diese Amerikaner, Persönlichkeit. Aber ich denke, ich bin ein bisschen besonders in Amerika auch. Ja, und also für die Amerikaner sind sie schon wieder zu europäisch, oder wie? Ja. Und ich finde hier in Österreich, dass die Leute sind nicht so
vielleicht negativ, oder ich habe viel positiv Mensch getroffen und ich hatte ein gutes Gefühl für die Länder, für die Leute. Ein großes Beispiel ist, wie, die, wie wir haben die Coronavirus behandelt. Ja, ich denke, der Regierung war Wahnsinn. Chancellor Kurz war sehr gut vorne, die ganzen Länder. Und die Leute, der Zusammenhalt für Leute in dieser Zeit war unglaublich gut für mich. So, ich habe auch gelernt von den Leuten hier in Österreich. Und ich denke, es ist ein guter Fit für mich, ja, hier zu sein und genießen die Art und Weise von Leben. Ich mag noch ganz kurz bei den USA bleiben, gleichzeitig aber wieder den Bogen zurück zum Sport spannen, weil in den USA in diversen Sportarten ein Phänomen durchaus üblich ist, das sich Salary Cap nennt, also Gehaltsobergrenzen. Das wird ja jetzt nach der Corona-Ära auch mit Blick Richtung Fußball in Europa diskutiert. Was können Sie sich denn anfreunden mit dieser Idee, oder was glauben Sie ganz grundsätzlich? Sie haben ja vor kurzem auch diese Frage diskutiert, in welche Richtung Fußball gehen kann, auch was die Abschaffung der 50+1-Regel angeht. Ja, so im Prinzip denke ich, dass die Struktur für Fußball in Europa sehr gut ist. Ja, und für uns Amerikaner ist es schwer zu verstehen, die Idee von Verkaufen oder Kaufen eines Spielers. Wir haben immer ein Trade, oder aber in Amerika, der Spieler hat keine Meinung zu geben oder kann nicht kontrollieren die Situation, und hier in Europa, sie können. So, ja, beide Strukturen haben Vorteil und Nachteil. Aber in the end, für mich, Fußball funktioniert hier so gut. Für mich die einzige Ding ist das Sozialgefühl, so mit Rassismus, mit eine Verbindung mit den Leuten in der Unterstützung ist immer so wichtig, und das ist ein super Gefühl in Deutschland. Ich denke, die Fankultur und der Teil von dieser Energie in der Bundesliga ist vielleicht die beste in der ganzen Welt. Und so, und ich, das ist ein großer Grund für Profifußball spielen für mich ist, oder ein Trainer zu sein, ist die Arbeit zu machen, die Leute stolz. Ja, dass sie können sagen, das ist meine Mannschaft, das ist meine Gruppe, ich bin Salzburger, ich bin Red Bull Fußball Salzburger. Ja, so, das ist ein große Motivation für unsere Arbeit jeden Tag. Ich glaube mal so nicht, weil die These gibt es ja auch immer wieder, dass Fußballer zu viel verdienen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wurde dieses Problem oder dieses Phänomen ja sehr intensiv diskutiert. Ja, ja. Geld ist immer ein Thema. Ja. Und welches Land oder welche Mannschaft macht welche Regeln, ist es vielleicht abhängig zu jeder Situation. Ich kann nur sagen, dass unsere Jungs hat sehr gut gemacht mit unserem Verein. Und die Beziehung, und sie waren sehr selbstlos. Sie haben über die Gesellschaft gedacht und auch unser Verein, und hat viel geholfen. Und das für mich, das sagt viel oder bedeutet viel für den Charakter, für die Gruppe. Und das ist vielleicht die wichtigste Dinge, ist, dass der Charakter und die Einstellung und ja, der Zusammenhalt so wichtig ist. So gut ist. Alles klar, Herr Marsch, das waren sehr spannende Einblicke in Ihr Innenleben und in das Innere des FC Red Bull Salzburg. Vielen Dank für Ihre Zeit. Den Titel kann ich Ihnen natürlich nicht wünschen, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg, und uns allen wünsche ich eine spannende Meisterschaft. Dankeschön und alles Gute. Okay, vielen Dank. Danke, ciao.